bestimmt doch schon was. Was ist das denn hier? Oh. Lionfish. Sehr gut. Auch eine neue Art hier im Spiel. Eine neue Folge Stranded Deep. Willkommen zurück auf unserer Insel. Wir haben ja vorhin auf der einen Insel ein paar Stöcker und Palmwedel gefunden. Die wollen wir jetzt einfach mal alle abladen hier. Den Hammer brauchen wir natürlich vorher noch. So. Ja, wir müssen ja immer noch hier unser Dach bauen. Roof. So, das kommt hier einfach mal rauf. Das heißt, wir haben schon mal das erste Roof, haben wir schon mal gesetzt. Und was brauchen wir fürs Roof alles? 4 Sticks und 4 Palm Leaves. Das ist natürlich ziemlich viel. Und okay, wir können jetzt hier anscheinend kein Dach drauf setzen. Super. Wahrscheinlich brauchen wir dazu nochmal ein bisschen. Brauchen wir eine Foundation dazu? Oder Support hier? Mal gucken. Jetzt den Support einfach mal hier hin. Und gucken mal, ob wir jetzt das Roof bauen können. Ja, jetzt können wir es bauen. Okay, das heißt, wir brauchen also immer ein wenig Support, also ein paar Supports, um hier eben das Dach zu bauen. Das heißt, wir müssen Supports nochmal nachsetzen jetzt hier. Nein, eine Foundation wollte ich nicht bauen. Ich wollte doch eigentlich nur... Wieso kann ich jetzt keinen Support mehr bauen? Achso, weil ich nicht nah genug im Haus dran bin, vermutlich. Jetzt können wir einen Support bauen hier. So, hier brauchen wir noch einen. Das müsste dann eigentlich schon reichen, glaube ich. Moment. Ah, jetzt haben wir nicht mehr genug Palmblätter. Nee, wobei, wir haben doch hier noch 1, 2. Vermutlich liegt das alles nicht dicht genug am Haus dran. Schmeißen wir einfach mal ins Haus rein. Und gucken wir mal. So, wir haben... Waren noch 4 hier, oder? Ja, 4. 4 Palmblätter und 4 Sticks. Ah, und jetzt können wir das Roof auch wieder bauen. Sehr schön. Wir brauchen immer noch ganz schön viele Palmblätter. Stelle ich jetzt gerade mal so fest. Lashings kommen hier mal in die Ecke rein. Das wird noch eine ziemliche Bauerei hier. Oh, ach stimmt, oh, wir sind krank. Indem wir die rohen Kartoffeln gegessen haben, fühlen wir uns nicht so gut, aber wir haben ja zum Glück noch ein paar Antibiotika gefunden, die ich irgendwie nicht einnehmen kann. Okay. Eine Bandage wird wahrscheinlich auch nicht viel helfen. Vielleicht hilft dir das Morphin? Nein, auch das hilft nichts. Strange. Gut, wir haben jetzt hier den Eimer mit Wasser. Unsere Wasserflasche. Trinken wir erstmal was. So. Und füllen jetzt die Wasserflasche wieder ein bisschen auf. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir eigentlich noch ein bisschen was kochen. Wir gehen jetzt mal auf die Jagd nach Fischen. Hier in den Gewässern. Um unsere Insel herum. Bestimmt einiges herumschwimmen. Vermutlich auch irgendwo Charlie. Hier schwimmt doch schon was. Was ist das denn hier? Oh. Lionfisch. Sehr gut. Auch eine neue Art hier im Spiel. Hier. I really shouldn't be holding this. Gute Idee. Das ist natürlich ein Stachel. So ein Stachelfisch. Eine Sardine. Zack. Aber mit Pilchard. Ja. Alles aufspießen. Hier. Wir haben Hunger. Wir brauchen ordentlich Fisch hier. Ein Archer. Ah, hier ist ja alles voll mit Fischen. Hier hat noch nie einer irgendwie Fischfang betrieben. Aber jetzt sind wir ja da. So, ein bisschen Luft holen nochmal. Und noch einen hier. Zack. Hier braucht keiner. Oh, ein Clown oder ein Clownfisch hier. Zack. 1. Sehr gut. Da ist auch noch was hier. Komm. Kommt mal alle ran hier. Wie viele Fische haben wir jetzt eigentlich? 10 Fische haben wir schon mal gefangen. Schon mal ein ganz guter Anfang. Wir brauchen noch ein bisschen mehr hier. Hallo. Danke, Sardine. So, da nochmal ein hier. So, hier auch nochmal. Was haben wir jetzt hier? Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist auch noch ein Fisch, den wir mitnehmen können hier. Also mal auftauchen, bevor wir ertrinken. Denn immerhin können wir nicht ewig lange unter Wasser bleiben, so wie Fische hier. Was schwimmt denn hier rum? Oh, Frontosa, ein Frontosa-Fisch. Schmeckt bestimmt auch lecker. Fisch ist Fisch. Ein Angelfisch hier. So, alles einsammeln. Habt ihr eine Anzeige? Archer, Archer, Archer. Ach, sind alles Archer, okay. Auch nicht schlecht. Wir haben zwar verschiedene Fische gefangen, aber anscheinend werden sie im Inventar immer nur als Archer jetzt angezeigt. So. Ach, mehr können wir nicht mitnehmen. Okay. Jetzt ist unser Inventar also auch endgültig voll. Ich traue mich auch gar nicht, diesen einen Fisch anzufassen. Hallo? Einmal aus dem Wasser raus, bitte. So, also ich meine, in diesem Fall meine ich jetzt hier den Lionfisch. Wir speichern das Ganze einfach mal. Und nehmen jetzt, ja, wie strange, ups, sondern, so. Schnell übers Feuer rüberhängen. Super, jetzt, oh, ja, wir haben jetzt ein bisschen Ausschlag. Mal gucken, ob wir jetzt die Antibiotika nehmen können. Ah, jetzt kann ich sie nehmen. Und jetzt sind wir wieder gesund. Welch wundersame Heilung durch Antibiotika. Innerhalb von wenigen Sekunden sind wir wieder fit. Und wir stellen fest, so einen Laienfisch dürfen wir nach Möglichkeit nicht anfassen. Wir nehmen jetzt mal die Sticks hier mal mit. Achso, wir sind voll, okay. Wir nehmen mal 4 Sticks fürs Feuer mit. Da wir einfach am Feuerplatz auch ein bisschen was liegen haben. Und ich werde auch demnächst nochmal den Feuerplatz umbauen, damit wir nicht immer so weit laufen müssen. So. Also wir stellen fest, Fisch, Laienfisch macht Aua. Wobei, wir können eigentlich auch jetzt schon mal das Feuer hier vorne aufbauen. Dazu werden wir noch ein bisschen Holz fällen. Und ich glaube, ein paar Lashings brauchen wir dazu auch noch. Nehmen wir die jetzt einfach mal mit hier. Und schmeißen mal... Achso, jetzt kommen wir auf die verschiedenen Fische. Im Stack heraus. So. Ja, ein paar Fische haben wir gefangen hier. Das waren jetzt 12 Stück an der Zahl. Da können wir die nächsten Wochen wahrscheinlich sehr delikat von essen. Und wahrscheinlich auch sehr dekadent. Wir können wahrscheinlich hier mehrere Fische... Kann ich hiermit auch was machen? Ah, hier war noch ein Fisch dran. Hups. Den soll ich vielleicht auch nochmal ablegen, den einen Fisch hier. So. Jetzt können wir... Kann ich mit dem Speer, das wollte ich gerade mal ausprobieren? Nee. Damit können wir nichts machen. Wo ist eigentlich unsere Axt abgeblieben? Ich glaube, die haben wir drin im Haus liegen lassen. Oder auch nicht. Lass den Hammer jetzt hier mal drin liegen. Wo ist denn unsere Axt hin? Ah, hier haben wir noch einen spitzen Stein. Den legen wir jetzt hier auch nochmal mit ab. Wo habe ich denn unsere Axt vorhin hingeschmissen? Oh! Der Fisch ist fertig. Gut, also essen können wir ihn anscheinend. Wir können ihn anscheinend essen. Aber gesund ist er anscheinend nicht. Selbst wenn man ihn über Feuer brät, wie wir gerade festgestellt haben, ist er nicht unbedingt genießbar. Und wo ist unsere Axt abgeblieben? Naja. Müssen wir mit dem Pocket Knife Vorlieb nehmen, bis ich herausgefunden habe, was wir mit unserer Axt angestellt haben. Mich gerade keinen blassen Schimmer, wo ich die schon wieder... Ach, ich erinnere mich. Die habe ich auf der anderen Insel liegen lassen, weil ich Platz im Inventar brauchte, als wir vorhin die andere Folge beendet haben. Jetzt weiß ich, wo die Axt ist. Aber da fahre ich jetzt nicht noch extra hin, um die Axt abzuholen. Denn ich will jetzt mir das Feuer hier vorne, also von dort hinten verlagern nach hier vorne hin. So, dazu machen wir ein Campfire. Das stellen wir jetzt einfach mal hier vorne mit hin. So, dann brauchen wir ein paar Steine. 6 Stück, um genau zu sein. 6. Machen jetzt einen Fire Pit da draus. So, und jetzt brauchen wir nochmal Sticks und Lashings. Ich hoffe, 2 Sticks reichen. Ich glaube, es fast aber gerade nicht. Nein, das reicht noch nicht. Oder brauche ich dazu den Hammer? Das kann sein, dass wir den Hammer dazu brauchen. Oh, hier sieht jetzt auch noch ein Stick drin. Das kann sein, dass wir 3 Sticks brauchen. Wir werden es gleich herausfinden. Okay, wir brauchen definitiv noch mehr. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen Holz fällen mit unserem kleinen Pocket Knife hier. Was übrigens genauso schnell geht wie mit der normalen Axt. Was auch ein bisschen verwunderlich ist. Aber gut. Darf ich nicht vergessen, wir befinden uns immer noch hier in der Version 0.02. Na, 3 Sticks, ein Fire Pit und ein Rope. Das heißt, wir hätten das eben eigentlich auch schon bauen können. Na gut. Haben wir wahrscheinlich irgendwas übersehen. So, die Stöcke erstmal hier hin. Die Lashings hier auch nochmal mit hin. Und jetzt haben wir bestimmt wieder Hunger. Ja, Hunger haben wir. So, das heißt, wir holen jetzt mal unsere Sachen. Zumindest das Wasser. Und den Leiter brauchen wir noch. Die schleppen wir jetzt alles schon mal rüber. In unsere Hütte rein, die ja schon ansatzweise zu, naja, 60% fertig ist, würde ich jetzt einmal behaupten. So, Wassereimer hier hin. Wasserflasche. Durst haben wir bestimmt auch. Ja, haben wir. So. Schmeißen wir daneben mal hin. Dem Leiter können wir gleich mal das Feuer entfachen, beziehungsweise erstmal einen Fisch. Nehmen wir mal den Archer hier, oder was haben wir jetzt gerade gegriffen? Den Pilchard. Also einen kleinen Fisch hier, der macht bestimmt satt. So, und den braten wir jetzt mal über dem Feuer hier. Den Speer lassen wir einfach mal hier vor der Tür liegen. Ja, so. Fein sauberlich immer alles so hinpacken, dass man das später auch wiederfindet. So, hier haben wir noch ein paar Potato Plant. Die Potatoes bitte nicht mehr so roh essen. Das funktioniert nicht mehr. Haben wir schon eben einige Male festgestellt, nachdem wir immer versucht haben, eine Potato zu essen. Also eine rohe Potato. So, der Fisch ist fertig. So. Eine Sardine oder... So, was haben wir jetzt hier? So. Das mit den Potatoes zeige ich euch eben auch nochmal. Die kann man jetzt nämlich auch einfach über dem Feuer drüber hängen. Hm. Anscheinend funktioniert das gerade nicht. Also vorhin hat's funktioniert in der letzten Folge. So. Okay. Dann geht's hier an, dann können wir den anscheinend nicht aufhängen. Wir nehmen jetzt mal hier den Angelfisch und braten ihn ein wenig über dem Feuer. Schade, dass es mit der Kartoffel jetzt anscheinend nicht geht. Die muss man wahrscheinlich dann wirklich manuell über dem Feuer drüber halten. Das hat mich auch gerade ein bisschen wundert. Hm. Ja, vermutlich gibt es einfach auch nicht die Möglichkeit, die Kartoffel oben am Feuer aufzuhängen. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Wir haben ja auch noch andere Lebensmittel, die wir hier konsumieren und essen können. So, Kokosnuss einfach mal trinken. Ja, kann nicht schaden, einfach ein bisschen mehr zu trinken. So, dann knacken wir die einfach nochmal auf hier. So, bedienen uns hier, zack. Und essen nochmal weiter, wenn hier gerade schon wieder ein Sturm aufzieht, so wie das aussieht. So, und jetzt können wir mal gucken, ob hier schon wieder irgendwelche Palmen nachgewachsen sind. Sieht aber gerade nicht so aus. Wieso habe ich denn hier noch einen Fisch im Inventar? Ach, habe ich schon wieder rausgenommen hier. Super, jetzt ist er fertig. Oder? Guckt, Angelfisch, ja. Den kann ich also anscheinend auch nicht essen, selbst wenn er gekocht ist. Da muss man also auch darauf achten, was man essen darf und was nicht. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass ich anscheinend nicht alle Fische essen kann. So einfach und problemlos. Hatte ich eigentlich mit gerechnet, dass ich alle essen kann. Hm. Aber so lernt man ja auch wieder etwas Neues. So, den Hammer brauche ich jetzt mal gerade nicht. Packen wir mal zu dem anderen hier mit hin, zu dem Speer. So. Hallo? Jetzt. So eine Werkzeugkiste oder so ein Werkzeugschrank wäre natürlich auch nicht verkehrt. So, hier die Yuga-Plant ist fertig. Die ernten wir jetzt einfach mal ab. Lashings einsammeln. Hier ist noch eine Potato Plant, die können wir auch nochmal abernten. Wir sind immer noch am Husten hier. Ja, scheint also irgendwas eingesackt zu haben. Werden wir den Baum hier nochmal fällen. Wir brauchen im Prinzip ja nur noch die Palmenblätter, das heißt den Rest des Baumes werden wir erstmal hier liegen lassen. Hops! Da ist er schon fast hochgeflogen. So. Da nochmal ein bisschen dran arbeiten. Und jo, das sieht schon wieder besser aus. Ja, wir hacken weiter und weiter und weiter und weiter für so ein paar mickrige Palmblätter, die wir uns eigentlich auch theoretisch direkt hätten abschneiden können. So, aber das wäre zu einfach. Haben wir noch irgendwelche Palmen? Der Palmbestand dieser Insel nähert sich dem Ende. Hier haben wir noch einen. Den werden wir jetzt auch nochmal eben abhacken. Den werden wir nochmal abhacken. Ah, jetzt geht's hier. Trigger Point. Nicht ganz getroffen. Ach, unser Messer ist hinüber. Super. Das war ja mal ein toller Plan hier. Was haben wir hier noch? Eine Kokosnuss. Eine Yuga-Plant. Okay. So, dann werden wir uns mal eben eine neue Axt nochmal craften. Hier steht auch noch eine Potato Plant, wenn ich es richtig sehe. Ja. Die wir auch gerade nicht abhacken können. Na, Kokosnüsse können wir nochmal mitnehmen hier eben schnell. Ja, gleich mal den restlichen Baumstamm mit hier. So, komm mit. Komm mit, habe ich gesagt. Liegt hier noch ein Stock? Nein. So. Mir hinterher. Oder lauf vor. Ist auch okay. So. Die nochmal ablegen hier. Können wir schon mal wieder einen Teil unseres Daches bauen hier. Und zwar ein Roof. So, nochmal rein hier. Zack. Immerhin haben wir jetzt schon mal einen weiteren Teil fertiggestellt. Und wir haben immer noch Ausschlag. Natürlich auch nicht so praktisch. So, jetzt wollen wir mal gucken. Von den Fischen hier. Können wir wenigstens den hier braten. Den Archer hier. So. Schauen wir mal, ob wir den genießen können, verspeisen können. Und in der Zwischenzeit nehmen wir noch ein bisschen Antibiotika. Oh, und es geht uns wieder besser. Sehr schön. Bandage brauchen wir nicht. Wir sind ja noch bei voller Gesundheit, so wie es aussieht. So, was sagt denn unser... Können wir hier was reinfüllen noch? Den Bootmotor. Das Ding scheint leer zu sein. Okay. Das Ding scheint auch leer zu sein. Oder unser Tank ist noch voll. Eins von beiden wird hier der Fall sein. So 16 Uhr. Können wir mal gucken, wo wir nochmal hinfahren können. So über Nacht vielleicht nochmal so ein kleiner nächtlicher Ausflug. Oder wir warten einfach noch die 2 Stunden, bis wir schlafen können. Oder schlafen dürfen, besser gesagt. Bis unser Spiel ist gestattet zu schlafen. Lecker. Oh. Wir können ihn anscheinend essen. Sehr schön. Mal was Neues. Wir haben noch Durst. Ja, jetzt sind wir wieder voll und bei voller Gesundheit. Kein Hunger, kein Durst. Stapeln ein paar Kartoffeln nebeneinander. So. Sehr gut. Also, gucken, ob wir den hier essen können. So. Schön einmal zum Braten aufhängen. Den Braten in die Röhre schieben. Auch noch ein bisschen Zeit, bis es dunkel wird. Ich glaube, er hat noch ein paar Kokosnüsse. Die haben wir, glaube ich, die haben wir schon verteilt. Sehr gut. So. Das heißt, wir brauchen noch eine Axt. Brauchen wir noch. Ja, da war noch was. Crude Axt. So. Du kannst hier wieder ein bisschen Holz hacken nochmal. Ich habe vorhin auch wirklich überall irgendwelche Sachen liegen gelassen. Das darf man eigentlich nicht in diesem... Also bei Stranded Deep. Das sorgt eigentlich immer nur für Ärger, wenn man Sachen liegen lässt. Wenn man die dann doch irgendwann nochmal braucht und denkt so, wäre ich doch da mal nicht vorbeigefahren. So. Jetzt liegen sie alle fein säuberlich sortiert. So, hier nochmal die Kokosnuss, die hier abhauen wollte. So, wie spät haben wir es jetzt hier? 17:20 Uhr. Das heißt, du kannst jeden Augenblick schlafen liegen. Du kannst aber leider noch kein Bett craften. Dazu bräuchten wir auch wieder Palmblätter. Na, die Tür machen wir mal zu hier. Ich finde, es hat aber schon was, unser kleines Häuschen hier. Jetzt hat das Dach noch fertigstellen, dann ist es echt ganz nett geworden. Mit dem separaten Eingangsbereich hier. Und der verschließbaren Tür. Können wir den Sonnenuntergang auch jederzeit beobachten. Oh, das Essen ist fertig. Sehr schön. Mal gucken, ob wir den essen können. Ist auch wirklich geguckt. Ja. So, dann hauen wir rein. Uns wird nicht übel, das heißt, wir können den ganz problemlos und gefahrlos essen. Also Lionfisch ist nicht unbedingt so genießbar, die kann man aber auch nicht anfassen. Was man damit machen kann, muss man mal abwarten. Vielleicht kann man in Zukunft da irgendwie Medizin rauscraften aus den Giftdrüsen oder aus den Stacheln oder was auch immer. Bin ich mal gespannt. An dieser Stelle, die Sonne geht unter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da und falls ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare rein. Und wir freuen uns auch über jedes Abo. Bis bald, sagt Let's Multiplayer.